Der Abgeordnete Müller von der Grünen Fraktion für maximal 5 Minuten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Kienscherz, Sie werfen viel durcheinander. Unser Vorschlag basiert im Grunde genommen auf der Fortentwicklung, der logischen Fortentwicklung von Andi Grote. Denn er hatte, ja, hören Sie ruhig mal zu, was Ihr Bezirksamtsleiter in Mitte gesagt hat. Was er gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, um nämlich die Kuh vom Eis aus Sicht der SPD und St. Paulis zu bekommen, wollen wir nicht nur 50% der Wohnungen im sozialen Förderbereich haben, sondern wir wollen die anderen 50% noch als Genossenschaftswohnungen haben. Und dann haben wir gesagt, als Grüne, ja, eine gute Idee, finden wir auch. Das Problem dabei ist nur, die Bayerische Hausbau ist keine Genossenschaft. Mit anderen Worten, wenn man das also will, mit Genossenschaftswohnungen, dann muss man an die Eigentumsverhältnisse ran. Das haben Sie dann aber nicht weiter beachtet. Wir wollten deswegen, damit Ihre Idee nicht nur ein Gag ist für St. Pauli und in dieser aufgeheizten Stimmung auch ernst gemeint wirklich umgesetzt werden kann, deswegen haben wir gesagt, dann müssen wir ran an die Bayerische Hausbau, um das umzusetzen mit den Genossenschaftswohnungen. Wir sind da weiter dran interessiert, Sie offenbar nicht mehr, denn in Ihrem Antrag steht davon nichts mehr drin. Das finden wir schade und ich finde, so kann man mit dem Stadtteil auch nicht umgehen. So kann man mit dem Stadtteil nicht umgehen, denn der Stadtteil hat schon durchaus positive Erfahrungen mit Genossenschaftswohnungen gemacht und andere Stadtteile ja genauso. Ich verstehe das auch nicht. Sie wollen offenbar Zeit gewinnen und ehrlich gesagt, dieser Ort, worüber wir reden und Frau Sudmann, Sie sind da vielleicht nicht so oft in St. Pauli, aber das ist eine ganz zentrale Stelle. Das ist eine ganz zentrale Stelle der Stadt. Eine ganz zentrale Stelle der Stadt, die man nicht in Geiselhaft nehmen kann, um den Investor in Anführungsstrichen kalt zu kochen. Das habe ich so rausgehört. Sie wollen das einfach mal so flach liegen lassen, das Grundstück, als wenn es irgendeine Ecke in Hamburg ist, die niemand so richtig interessiert. Das ist ja nicht der Fall. Schon jetzt ist das Docks in massiven Umsatzschwierigkeiten und wird nur ganz. Wir wissen gar nicht, ob sie überleben werden, weil nämlich da schon alles abgesperrt ist. Die merken das jetzt schon. Und da werden noch ganz andere Probleme auftauchen, wenn dieser Bereich nicht genutzt wird über längere Zeit. Deswegen ist unser Vorschlag ein Vorschlag gewesen, der jetzt mal aufgreift, wie wir diese Lösung dahin bekommen. Von Ihnen haben wir nichts weiter gehört, außer dass Sie sagen, was Sie wollen. Aber das hat ja nun der andere, nämlich der Investor, abgelehnt. Wenn Sie es also ernst meinen und nicht nach der Wahl einfach ganz andere Sachen auf einmal erzählen, dann müssen Sie jetzt mal vernünftig was auf die Reihe kriegen.